Ich verzweifle. Ich befürchte, es wird keinen Vlog vom 8.10. geben. Weil ich gerade alles fertig geschnitten habe. Und bei dem Vlog war irgendwie viel zu schneiden. Ich weiß auch nicht warum. Aber es war so. Und jedenfalls wollte ich das gerade aus Final Cut exportieren. Und dann sagt er, dass einige Dateien nicht oder noch auf der Kamera sind. Und deswegen nicht exportiert werden können. Oder bereitgestellt werden können, so wie Final Cut es nennt. Und ich habe alles probiert, die Dateien aus den Kameras nochmal in Final Cut zu importieren, neu zu verknüpfen, irgendwie jegliche Möglichkeiten, die mir irgendwie in den Sinn kamen. Aber irgendwie will das alles nicht funktionieren und er meckert immer noch rum. Ich habe sogar schon Videodateien aus dem Video rausgeschmissen, weil die, weil die nicht verknüpft waren, aber es hat nicht gereicht. Ich weiß auch nicht. Ich werde das weiterhin probieren, aber es sieht irgendwie doof aus. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinbekomme. Und grundsätzlich muss ich meinen Workflow ein bisschen ändern, denke ich mal, um solche Sachen zu vermeiden. Nämlich nicht mehr wie so ein Anfänger die Dateien von den Kameras direkt in Final Cut reinladen, sondern die Dateien auf dem Rechner importieren und dann mit Final Cut darauf nur verweisen und so. Ist egal, das ist Technikkram, der mich interessiert. Aber ja, wird wohl Zeit, professioneller zu werden oder so. Zumindest bei den Vlogs oder auch bei den Vlogs so. Gut, dann ich versuche das irgendwie noch nachzureichen, aber heute kein Vlog und erstmal kein Vlog vom 8.10. Sorry.